Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpfen zwei Duisburger Stadtkinder zwei halbe Tage ums Überleben. 24 Stunden ohne Mami. Bislang konnten weder die Gefahren Zyperns noch die schauderhaftesten CS-Lobbys die beiden in die Knie zwingen. Aber dieses Mal ist alles anders. Hunger, Durst, Schmerz und Angst. Oh, da war eine Schlange. Die geballte Kraft der Natur Schwedens gegen die unbändige Wucht des dynamischen Duos. Lennart, a.k.a. Trill, a.k.a. Lenny S., ist 24 Jahre jung und schläft heute zum ersten Mal unter freiem Himmel. Sein größter Survival-Erfolg bisher war der Verzicht auf jegliche Nahrung für nahezu 6 Stunden. Lennart ist außerdem videospielsüchtig. Steve ist 27 Jahre alt und hat bereits langjährige Festivalerfahrungen sammeln können. Gerüchten zufolge kann sie schnell hangry werden. Sie ist komplett freiwillig hier und freut sich auf die Herausforderung sowie die gemeinsame Zeit mit ihrem Bruder. Und es geht los. 24 Stunden Survival-Selbstexperiment. Ich, meine kleine Schwester Steve. Unsere Eltern haben uns gerade hier im Wald einfach ausgesetzt. Wir müssen jetzt noch 1,5 Kilometer laufen zu dem Spot, den wir uns rausgesucht haben an so einem kleinen See. Den Spot kennen wir noch nicht. Da nehmen wir euch gleich auch das erste Mal mit. 24 Stunden müssen wir jetzt gucken, dass wir hier durchkommen. Kein Essen, kein Trinken dabei. 7 Gegenstände. Ich bin hyped. Hast du Bock? Heute sollen es 33 Grad werden. Die Nächte werden relativ kühl. Mal schauen, wie wir uns schlagen. Boah, ist aber ein Baum. Ey, holy shit. Also, was ist der gar nicht? Auf der anderen Seite. Puh. Machen wir aber doch noch ein paar Höhenmeter hier, du. Okay, okay. Hier ist es auf einmal ganz anders. Also hier hätte ich vermutet, dass man hier vielleicht Pilze finden kann. Hage durch die Lücke, Bärbel. Oh, links ist ein geiler Spot. Ich glaube, ich habe unseren Spot gefunden. Wir haben uns jetzt bis zum Wasser durchgekämpft. Ich glaube, wir waren jetzt eine halbe Stunde unterwegs. Jetzt sind wir hier. Das Problem ist, hier ist das super schilfig und matschig wahrscheinlich. Also hier werden wir nicht ans Wasser kommen können, um uns was zu holen. Aber diagonal nach links sehe ich eine Stelle, die richtig, richtig gut aussieht. Die kann nicht so weit zoomen, die Kamera. Aber da, wo dieser Baum ist, da sehe ich Felsen direkt am Ufer. Das heißt, da können wir wahrscheinlich direkt ans Ufer gehen und uns Wasser holen. Weil hier sieht es so aus, als würden wir hier wahrscheinlich erstmal nicht weiterkommen. Oh mein Gott, das ist gutes Holz. Ey, das wäre richtig geiles Holz. Das ist ja wie auf dem Baumarkt. Also das ist perfektes Feuerholz. Umso weiter wir hier zum See runterkommen, finden wir doch Spuren, dass hier mal ein paar Leute waren. Da vorne war so ein kleines Boot. Und eine gute Sache haben wir gefunden. Wir zeigen euch das mal. Und zwar haben wir hier unten eine Wasserflasche gefunden. Und hier vorne ist auch noch irgendwas, irgendeine Plane und eine richtig große Plastikflasche. Ich glaube, das sollten wir mitnehmen. Weil wir dürfen ja auch Sachen verwenden, die wir hier finden, weil wir haben schon ein YouTube-Video gesehen, wo wir gesehen haben, wie man Wasserfilter basteln kann aus einer Plastikflasche. Also irgendwann hat hier wirklich mal einer sich ein Camp gemacht und einfach alles liegen gelassen, der Assi. SodaStream mit Deckel. Ist das echt SodaStream? Ja. Ja, mit Deckel ist perfekt, da können wir vielleicht echt was draus basteln. Boah, geil. Boah, das ist es, oder? Wir kamen von da, das war die schilfbewachsene Insel. Und schaut euch das an, hier unser kleiner privater See. Das Boot, was wir gefunden haben und den Müll, das war da vorne. Aber hier vorne haben wir doch nochmal Spuren davon gesehen, dass hier doch mal Menschen waren. Aber wenn ihr euch den Spot hier anguckt, der ist halt auch so schön. Das macht schon Sinn, dass hier schon mal Leute waren irgendwann. Und zwar kamen wir hier vorne aus dem Wald raus. Haben gesehen, hier führt aber doch irgendein Trampelpfad noch hin. Keine Ahnung, wo der hinführt. Kam hier gerade an und hier war das Schild. Das hat Steve gerade nochmal mit Google Lens übersetzt. Da steht auf Schwedisch im Grunde, dass man gerne eingeladen ist, Feuer zu machen. Aber man muss natürlich aufpassen. Das heißt, nirgendwo Feuer machen, wo trockene Sachen rumliegen. Feuerstelle rundherum anfeuchten. Natürlich nachher das Feuer gut aufpassen. Machen. Man ist selbst für das Feuer verantwortlich, nicht unbeaufsichtigt lassen. Also all das, was wir uns vorher auch schon mal angeschaut haben, steht hier nochmal für den absoluten Idioten drauf. Aber das ist gut, dass das Schild hier steht, weil dadurch haben wir nochmal die Absicherung, dass das auch wirklich in Ordnung hier ist, dass es kein Privatland ist, dass wir das hier machen dürfen. Und der Spot ist wirklich geil. Also wir haben überlegt, ob wir hier nicht auch direkt unser Lager aufschlagen. Sind auch definitiv nicht die Ersten, die hier mal ein Feuerchen machen, weil hier vorne ist schon eine Feuerstelle gewesen. Guck mal, sogar mit dem Grill. Wir haben jetzt eh nichts dabei, was wir da drauf packen könnten. Ne? Was denn? Nee, Süßwamming? Was ist das? Tabak, glaube ich. Oder da ist so eine Angel drin. Ii. Was ist das denn? So Kautabak, oder? Der ist auch schon aufgekaut, oder? Ja. Ja, aber guck mal, vielleicht den Behälter können wir vielleicht benutzen. Und sonst?
Also wie geil ist das hier bitte? Schaut euch das an. Hier könnten wir sogar schwimmen gehen. Und du kommst sogar richtig gut ans Wasser. Das sieht hier tatsächlich ziemlich sauber aus. Wir werden es aber natürlich vorher abkochen. Dann zeigen wir euch mal die 7 Gegenstände, die wir mitgenommen haben. Wir haben uns ja auch so einen wasserdichten Packsack geholt. Den braucht man nicht unbedingt. Aber wir haben ja auch im Stream mit euch abgestimmt, was 7 gute Gegenstände sind. Da wir zu zweit sind, natürlich ein paar Sachen doppelt, das ist klar. Zum Beispiel? Den Schlafsack. Ja. Von? Carinthia. Das sind dieselben Schlafsäcke, die bei Seven Wars Wild Staffel 1 hatten. Viele von denen. Das ist der, ich glaube, ein Tropenschlafsack ist das. Da braucht man natürlich 2, weil wir 2 Leute sind. Dann, zweiter Gegenstand. Da haben wir einen Kochtopf. Wo das hier drin ist, das benutzen wir natürlich nicht. Wäre ganz praktisch gewesen, um Sachen einzusammeln, haben wir natürlich nicht. Aber es ist so ein kleiner Titankochtopf mit einem Deckel, wo wir dann das Wasser nachher drin abkochen werden. Das ist das Erste, was wir gleich machen. Oder zum Beeren sammeln. Ganz geil. Dann haben wir... Jeder von uns auch. Ich habe nämlich ein ganz cooles bekommen. Messer zum Sachenschnitzen. Ich möchte gerne irgendwas schnitzen. Vielleicht einen Löffel oder eine kleine Figur wie Michael aus Lönneberger. Und ich habe hier, so cool, in meiner Hose. Das haben wir nämlich bei der Elchfarm gekauft. Gegenstand 5 wäre dann Feuerstahl, dass wir eben Feuer machen können. Und wir waren vor 3 Tagen bei einer Elchfarm hier in Schweden und haben da so ein Set gesehen in so einer Ledertasche. Und zwar ist das ein Messer und ein Feuerstahl mit dem Horn bzw. dem Geweih von den Elchen. Die werfen einmal im Jahr ihr Geweih ab und die Leute von der Elchfarm sammeln die ein und machen daraus eben so coole Sachen. Dann dachten wir eben, das ist auch so ein cooles Andenken hier in Schweden. Haben wir das gekauft, also hat Steve jetzt selbst auch nochmal einen eigenen Feuerstahl und Messer. Ansonsten haben wir hier den normalen hier von Amazon einfach. Der 5. Gegenstand ist dann unser Tarp. Das haben wir jetzt schon ausgebreitet. Also wir haben es natürlich mitgenommen, weil wir vor dem Urlaub nicht wussten, wie hier das Wetter wird. Das haben wir gesehen. Heute soll es 33 Grad werden und es wird richtig heiß. Und die Nacht kühlt es dann so auf 13, 14 Grad runter. Ob wir das wirklich brauchen, weiß ich nicht. Regnen wird es nicht. Vielleicht finden wir noch einen anderen Nutzen dafür. Das haben wir aber natürlich mitgenommen. Dann haben wir Gegenstand 6. Und zwar die Säge. Eine kleine Handsäge. Wir dürfen ja kein Lebendholz abholzen. Da haben wir uns ja ausgiebig vorher darüber informiert. Aber vielleicht bauen wir uns hier irgendwie eine Art Lattenrost. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Totholz, was da überall rumliegt. Und damit man das ein bisschen besser verarbeiten kann, dachten wir, eine Säge kann auf jeden Fall auch nicht schaden. Und Gegenstand 7, das ist der wichtigste, der darf hier auf gar keinen Fall fehlen. Wir haben keinerlei Essen, kein Wasser dabei. Das heißt, das Wasser müssen wir uns selbst abkochen. Wir haben beide gesagt, ich glaube, wir schaffen es 24 Stunden ohne Essen, ohne Trinken. Was wir uns mitnehmen müssen, müssen wir uns selbst besorgen. Aber was ich nicht kann, ich kann keine 24 Stunden ohne Gaming. Und deswegen habe ich natürlich meinen MSI Raider aus der neuen GE-Series mitgenommen. Den kennt ihr vielleicht schon aus dem IEM Cologne-Blog. Den hat MSI mir da geschickt. Und die haben mir einen Brief geschickt und gesagt, unterzieh dem Notebook gern deinen absoluten Härtetest. Und da dachte ich mir, was könnte ein krasser Härtetest sein, als hier in Schweden 24 Stunden Selbstversuch machen, Survival. Und ohne Gaming kann ich nicht, deswegen ist ja mein MSI Raider aus der GE-Series mit dabei. Wir haben auch ganz viel Technikkram dabei. Zeige ich euch gleich auch nochmal separat. Aber mit dem Baby werde ich heute Abend vielleicht ein bisschen Trackmania spielen, wenn ich müde bin. Oder ein paar Matchmakings oder so. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber 7. Gegenstand, mein Gaming-Notebook. Weil ansonsten kriege ich zittrige Finger und kann hier nichts mehr schnitzen. Ich muss zocken. Das sind unsere 7 Gegenstände. Könnt ihr mal callen, was meint ihr? Gute Auswahl oder nicht? Ich glaube, wir werden nicht mal alles brauchen. Wir können ja mal gucken, ob wir dann eine Challenge rausmachen. Wir haben 7 Sachen dabei. Vielleicht benutzen wir gar nicht alles. Jetzt sind wir aber schon 2 Stunden auf dem Bein. Wir haben Durst. Wir müssen uns um die Feuerstelle kümmern. Wasser abkochen, das machen wir jetzt. Während Steve da hinten schon die Feuerstelle vorbereitet, wollte ich euch mal zeigen, was ich hier sonst noch so an Technikkram mitschleppe, damit wir hier ein schönes Video für euch machen können. Herzstück, natürlich gerade gezeigt, der MSI Raider aus der GE-Series, vollgepackt mit Technik, ein i9-12900HX 16-Kerne-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 5 GHz ist da drin, eine 3080 Ti, eine 2 TB SSD, 64 GB RAM und ein 4K 120 Hz Display. 17 Zoll hat das gute Stück, ganz viele Anschlussmöglichkeiten, also absolut geiles Gaming-Notebook. Fast so gut wie mein Rechner zu Hause tatsächlich, von Specs, was da drin ist, werde ich auch mit zur RapidLAN demnächst nehmen. Ganz liebe Grüße und vielen Dank nochmal an MSI, dass sie damit das Video hier unterstützen. Checkt die sehr, sehr gerne ab. Die haben das Ganze hier möglich gemacht. Die haben auch das ganze Equipment bezahlt, was wir hier mitnehmen für dieses Survival-Experiment. Deswegen schaut gerne und bitte mal in der Videobeschreibung vorbei. Zeigt ein bisschen Liebe für MSI, auch gerne in den Kommentaren. Die haben das Ganze hier möglich gemacht und schaut euch mal die neuen Flagship-Modelle von denen an, weil die neuen Notebooks von MSI, die sind wirklich der absolute Wahnsinn. Ansonsten haben wir hier noch eine Drohne, habe ich mit, meine kleine Drohne. Mein Controller, falls ich heute Abend Trackmania spielen will. Schweine im Pet darf natürlich auch nicht filmen. Ein paar kleine Kompaktkameras. Wir haben 3 Powerbanks, 360-Grad-Kamera ist dabei und der Router, damit wir hier auch eventuell ein Matchmaking am Abend spielen können. Und was noch extra ist, ist hier vorne für Steve und mich jeweils so eine kleine Kopflampe, damit wir in der Nacht auch filmen können. Und die Solarlampe, die der liebe Marius mir auf der IEM Cologne zum Geburtstag geschenkt hat. Das habe ich auch noch alles mitgeschleppt. Das war mehr und schwerer als der ganze Survival-Kram tatsächlich, damit wir hier so ein dusseliges Video für euch machen können. Steve bereitet da vorne schon die Feuerstelle vor. Wir gucken mal, was da abgeht. Wir werden nicht die wiederverwenden, die hier schon war mit dem Rost. Wir können eh nichts grillen, deswegen ist das egal. Und machen hier schon mal
alles weg, was gleich brennbar ist. Dann rundherum Steine legen, außenrum alles befeuchten, dass ja auch nichts Feuer fangen kann. Und ansonsten über uns sind jetzt auch keine Bäume oder irgendwas, was Feuer fangen kann. Deswegen denke ich, ist das hier ein sehr, sehr guter Spot, um Feuer zu machen. Da kann dann auch eigentlich nichts passieren. Direkt neben unserem Schlafplatz, lustigerweise, haben wir so ein paar kleine Blaubeeren. Also die sind auch schon so, wie die schmecken sollen, aber die werden vielleicht in der Natur einfach gar nicht größer als so, oder? Also wir haben schon ein paar genascht. Guck mal, hier sind richtig gute. Da? Oh ja. Und Steve, ich glaube, ich habe auch noch was gefunden. Ich habe hier vorne gerade Steine gesammelt und ich glaube, ich habe einen Steinpilz gefunden. Ich glaube, der ist aber zu dick vielleicht. Oh ja. Ist auf jeden Fall ein Steinpilz, aber der ist schon gammelig. Aber es ist ein gutes Zeichen. Hier sind Steinpilze. Müssen wir nur finden. Wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen tiefer in den Wald rein. Steve guckt, ob die noch ein paar Blaubeeren findet. Und wir suchen noch nach ein bisschen Zunder und Kram für unser Feuerchen. Wir haben ja, das haben wir glaube ich noch gar nicht erzählt. Wo bist du? Ich suche dich gerade. Wo bist du? Ah, da. Wir haben nämlich als Vorbereitung einen 3-stündigen Survival-Crash-Kurs gemacht. Bei einem Schweden, der heißt Jonas. Den konnten wir buchen bei Airbnb. Und der hat uns gezeigt, was man braucht, um Feuer zu machen. In der Theorie wussten wir das ja schon alles einigermaßen, aber der hat uns das dann nochmal richtig erklärt, wie man das mit dem Feuerstahl genau macht. Welches Holz sich gut als Zunder eignet, welches gut als Brennholz. Hat uns nochmal erklärt, was Kienspan ist. Das ist so harzdurchzogenes Holz, was super krass brennt. Und da gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen was auch davon finden können. Den haben wir euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Der hat uns die Erlaubnis gegeben, dass wir ihn filmen, aber hat gesagt, ja komm auf Ehre, vielleicht kannst du mich noch verlinken. Beziehungsweise wir haben es ihm angeboten, wenn einer mal in Schweden ist. Jonas, der bietet verschiedene Touren an. Der ist richtig cool und der hat uns da ein paar Sachen beigebracht. Jetzt gucken wir mal, ob wir das in die Praxis umsetzen können. Und schauen mal, ob wir hier was finden. Steve hat da vielleicht schon das erste Blaubeerfeld entdeckt hier vorne. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen tiefer in den Wald rein. Konkret suchen wir nach Birke, weil die Rinde von Birken ist extrem gut, um Feuer zu starten. Und ansonsten gefallene Bäume bzw. Äste, die wir natürlich nutzen können, um guten Feuer zu machen. Hier vorne zum Beispiel überall gefallene Bäume. Ich frage mich gerade, ob das hier vielleicht auch als Blaubeere ist. Ich glaube, es sind Blaubeerbüsche, aber es ist nicht überall was dran. Aber hier haben wir eigentlich sogar Glück, dass hier so ein Trampelpfad ist. Hier ist zwar weit und breit kein Mensch. Das nächste Haus ist so 3 Kilometer weit weg. Aber man weiß auf jeden Fall, wo man grob schon mal hingehen könnte. Aber ich gucke mal, ob ich irgendwo Birkenrinde finde. Und dann machen wir gleich mal unser erstes Feuerchen. Oh, ich glaube, ich habe was entdeckt. Ich habe was sehr, sehr Gutes entdeckt. Guck mal hier. Da komme ich daran. Das war mal eine Birke hier, aber irgendwie ist da nur noch die Rinde von übrig geblieben. Die konnte ich mir einfach abpflücken. Geil. Das ist sehr gut. Das können wir gebrauchen. Guck mal, ich habe Birkenrinde gefunden. Guck mal, ich habe Moos gefunden. Nee, wie hieß das nochmal? Ja, es ist so eine Art Moos. Wacholder, oder? War das so, nicht Juniper? Nee, ach nee, doch nicht. Das ist so ganz, ganz trockenes Moos, was einfach, also es liegt gefühlt einfach nur auf Stein drauf. Oder hier auch. Und das ist ganz gut, um Feuer auch zu starten, weil das brennt sehr, sehr kurz, aber es flammt sich relativ leicht. Da können wir noch ein bisschen mehr vom mitnehmen. Da wir kein Angelset dabei haben, wird das Beste, worauf wir hier hoffen können, tatsächlich Blaubeeren und Steinpilze sein. Da, ein paar Blaubeeren sind ja auf jeden Fall. Die kann man sich hier ganz gut wegpflücken. Aber mehr als das wird es wohl nicht. Mal gucken. Fazit 1, was ich auf jeden Fall jetzt schon mal ziehe. Wenn du das machst, Survival, und hast eine Kamera dabei oder mehrere Kameras wie ich, alles dauert 3-mal so lange, weil wir finden hier Birke, wir bleiben stehen und sagen, Moment, wir müssen das nochmal filmen. Oh, da sind Blaubeeren, warte, noch nicht aufheben, wir müssen das erstmal filmen. Wir hätten schon längst ein Feuer und hätten, glaube ich, schon abgekochtes Wasser gehabt. Das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, das ist schon krass. Also auch hier ganzen Leute, die solche Videos machen, das ist sehr, sehr viel Aufwand, was dahinter steckt. Einfach mal so einen kleinen Kamerashot zu haben, wo die Kamera steht und du läufst einfach dran vorbei, die Kamera steht auf dem Boden. Die musst du ja auch erstmal da hinstellen, drückst Kamera starten, läufst dran vorbei, rennst wieder zurück, sammelst die Kamera ein, guckst, ob der Shot gut war und dann geht's weiter. Alles dauert wirklich mindestens doppelt so lang, wenn du das in so einem Videoformat noch verpackst. Das raubt schon ganz schön viel Zeit und ich habe jetzt schon ein bisschen Sorge, dass wir bis zum Abend gar nicht so viel geschafft bekommen, wie wir gerne schaffen würden. Deswegen packen wir die Kameras jetzt mal weg, damit wir da auch mal ein bisschen in eine Pötte kommen jetzt. Unglücklicher Turn of Events, vielleicht sieht man es im Hintergrund noch so ein bisschen. Da kam jetzt leider eine Gruppe von 4 Leuten mit Badematten, Schnorcheln und Taucherbrillen. Scheinbar ist der Spot hier dann doch beliebt unter den Locals. Die sind hier dann schnorcheln gegangen mit 4 Leuten. Man hat die ganze Zeit im Hintergrund Stimmen gehört. Jetzt müssen wir da leider den Traumspot abgeben. Sehr, sehr unglücklich, weil dazu findest du online nichts. Wir haben den ja nur ausgesucht wegen Google Maps hier. Jetzt bin ich gerade noch mal 1 Kilometer weiter in den Wald gelaufen gefühlt, um einen anderen Spot zu suchen. Vergleichbares gibt es hier leider nicht. Also schöne Felsen am Strand haben wir hier nirgendwo. Ich habe jetzt aber richtig tief im Wald einen Spot gefunden, wo wir so eine ziemlich geile Steinwand hinter uns haben, die ein bisschen Schutz bietet. Und da kommt man immerhin auch einigermaßen ans Wasser unten. Wir sind jetzt 3 Stunden 30 hier unterwegs. Ich habe schon 10.000 Schritte voll gemacht. So langsam muss ich was trinken. Ich merke schon, dass ich trockene Lippen bekomme. Aber es ist natürlich bitter, ey. Mann, der Spot wäre so geil gewesen. Oder, Steve? Ja. Aber
dachte, Survival-Video ist ein bisschen scuff, wenn du die ganze Zeit im Hintergrund Stimmen hörst. Wir machen da einen auf Survival und die baden da, machen sich einen schönen Grill an, trinken Cola, nur dass im Hintergrund die Bierdosen aufhören. Und wir machen da einen auf Survival. Scheiße. Okay, aber jetzt wird es langsam echt eine Challenge, weil wir haben echt 30 Grad draußen, jetzt 3,5 Stunden nichts getrunken. So langsam brauchen wir was. Wir sind beim neuen Spot angekommen, wieder nass geschwitzt. Unter uns ist der See und ich zeige euch mal die Höhle. Oder nicht die Höhle oder den Vorsprung, den ich gefunden habe. Hier ist diese Felswand, wo unten auch nichts drunter wächst. Das heißt, dann können wir da unser Feuer entfachen. Und Schlafplatz müssen wir gucken. Der Boden hier ist zum Glück relativ weich, also vielleicht kann man es direkt hier irgendwie machen. Aber erstmal kümmern wir uns schnell ums Feuer und dann trinken. So, wir versuchen jetzt hier unser Feuer zu machen. Unter dem Stein haben wir hier eine kleine Feuergrube ausgehoben. Und ich reibe jetzt hier so ganz fein Staub von der Pinie, glaube ich, ist das, ab. Weil das auf jeden Fall einen Funken nehmen sollte. Dann werden wir hier noch ein bisschen Holz vorbereiten. Der Jonas hat uns das so beigebracht, dass man hier so ganz fein das immer so auftürmt, damit da richtig viel Luft zwischen den feinen Holzstreifen ist. Und das wird dann sofort eine Flamme nehmen, wenn wir es hier hinbekommen. Das probieren wir jetzt mal. Ja. Erstmal gucken, dass die anfangen zu brennen auch. Okay, okay. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen größer drauf machen. Brauchst du was zum Ablegen dahinter? Mhm. Ja, so ist gut. Oh, oh, gib mal schnell hier so kleine. Erstes Feuer brennt, beziehungsweise erstes Wasser aus dem See ist geholt. Das werden wir jetzt versuchen zum Kochen zu bringen. Das soll so 5 bis 10 Minuten kochen. Dann kann man sich sicher sein, dass da alles, was irgendwie, ja, was man nicht trinken sollte, abgestorben ist. Und da freuen wir uns auf unseren ersten Schluck zu trinken. 10 Uhr sind wir losgegangen, jetzt haben wir fast 2, also fast 4 Stunden ohne was zu trinken. Schritt haben wir auch schon gut gemacht. Wir haben durch, ne? Ja. Oh Mann, ey. Die Säge war auf jeden Fall auch eine gute Idee. Da kann ich hier die kleinen Zweige ganz gut mit auseinander sägen. So sieht das jetzt hier aus. Sieht auch aus, als wäre es kurz vorm Kochen, das Wasser. Also es klappt ganz gut hier. Gott sei Dank. Wenigstens hat das mit dem Feuermachen schnell geklappt. Boah. Yes. Geil, wir haben es geschafft, Steve. Das heißt, das können wir jetzt runternehmen, kurz abkühlen lassen. Und Steve hat noch eine Idee gehabt. Moment. Ich habe mir jetzt so ein bisschen Wasser genommen und werde da jetzt die Blaubeeren reintun, damit die auch ein bisschen abgekocht werden. Und dann wollte ich die gleich so ein bisschen zermatschen, dass wir dann vielleicht so ein Smoothie, Marmeladen. Ein Smoothie? Oder eine Marmelade haben. Ach, guck mal hier, das kocht jetzt richtig. Geil. Jawohl. Wir haben gleich trinken. Yay. Selbstgemachtes Wasser. Gott sei Dank. Soll ich mal ein bisschen probieren? Ja. Das ist okay, ist wie so Johannisbeersirup. Ja, also ist besser als nur Wasser. Ist eigentlich ganz geil. Können wir sogar noch ein bisschen was nachgeben, oder? Mann. Das war ein bisschen heiß. Jetzt sind nicht nur die Blaubeeren weg, jetzt auch der halbe Wassertopf. Okay, das andere Wasser ist noch heiß. Da habe ich nicht dran gedacht, dass wenn ich das von unten halt mit kochendem Wasser drauf kippe, das sofort wieder ganz heiß ist. Also die 2 kleinen Schlucke Wasser, die taten gerade auf jeden Fall schon gut. Ich glaube, hier kannst du schon wieder raus trinken. Wir kippen jetzt immer von dem großen Topf ein bisschen was hier in den Deckel rein, weil das schneller abkühlt da drin natürlich, weil das mehr Fläche hat. Oh, das tat gerade so gut. Es war zwar noch nicht viel, aber es tat einfach gut, schon ein bisschen was zu trinken. Soll ich hier nochmal Wasser holen, ja? Mhm. Bis gleich. Ich weiß nicht, ob man mich gut auf der Kamera versteht, aber ich nehme hier so ein Stück Stoff, nehme ich, um das so ein bisschen zu filtern, weil hier doch relativ viele Algen direkt am Ufer sind. Hat bis jetzt ganz gut geklappt. Einmal Wasser. Hast du? Mhm. Bis jetzt würde ich sagen, schlagen wir uns ganz gut. 4,5 Stunden in. Wir kochen gerade das zweite Wasser. Jetzt nach den ersten 3,5 Stunden brauchen wir echt erstmal hier 2. Wie viel geht da eigentlich rein? 1/2 Liter? Ja.
Also wir wollten jetzt erst beide erstmal was trinken, weil man hat sofort gemerkt, die ersten 4-5 Schlucke, wie gut das direkt getan hat. Auch wenn da eigentlich keine Energie groß drin steckt, aber es tut auf jeden Fall gut. Deswegen machen wir uns jetzt mal einen zweiten Pott. Ich war gerade unten und habe was Neues geholt. Da seht ihr das, das ist ganz schön anstrengend. Da mal kurz runter rennen und wieder hoch, weil hier ja kein Weg ist und nichts. Du rennst hier komplett durchs Gestrüpp. Aber bis jetzt würde ich sagen, machen wir es ganz gut. Wir haben entschieden, dass wir gleich oder später dann wieder zurück zu unserer ersten Location gehen. Gucken, ob die Leute weg sind, weil wir wollten eigentlich auch noch schwimmen, weil das halt so eine coole Stelle zum Schwimmen auch ist. Und es ist echt bockheiß, also auch hier im Schatten ist es echt richtig heiß. Einmal abkühlen wäre ganz nice und zum Pennen ist die Location auch auf jeden Fall ein bisschen besser als hier. Weil hier müsste man natürlich auch ein paar mehr Eingriffe in die Natur machen, um hier ein gutes Camp aufzuschlagen, während wir uns da mehr oder weniger einfach hinlegen könnten. Deswegen haben wir gesagt, gucken wir mal, wann die Leute gehen. Da kann ich auch ein paar Drohnenshots machen und dann gucken wir, dass wir da unser Lager nachher aufschlagen. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen Beeren sammeln, würde ich sagen. Weil Steves Idee mit den Blaubeeren... Oh, das ist ein Frosch. Das war das. Also mich mal vorsichtig ranzuschleichen. Seht ihr den? Da vorne in der Ecke. Da ist er. Ich dachte doch, da wäre ein Tanzzapfen runtergefallen oder so, aber... Dann ist er hier vom Felsen runtergesprungen. Das war echt ein ganz schöner Einschlag. Das ist einfach runtergehüpft, der Dödel. Geil. Kurzes Zwischenfazit aber. Ist echt gut anstrengend. Ey. Also 10.000 Schritte durch so einen Wald machen, ist nochmal eine ganz andere Nummer als am Tag. Und ich finde 10.000 Schritte bei einem normalen Tag bei mir schaffe ich schon sehr, sehr selten eigentlich. Also wenn ich jetzt hier eine Matratze hätte, ich würde so wegpennen. Also ich mache mir keine Sorgen, dass wir heute Abend nicht einschlafen können. Du? Nee. Also müde bin ich gefühlt jetzt schon. Wir haben gerade mal 14 Uhr und wir wollen noch so viel machen eigentlich. Nachher nochmal Beeren sammeln. Vielleicht können wir gleich nochmal ein paar Steinpilze suchen. Wobei Pilze gibt es hier gar nicht so viele. Ich habe den ein Jahr gesehen, den haben wir euch gezeigt. Aber das war's. Angelset haben wir natürlich nicht dabei. Das heißt, müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir noch ein paar Blaubeeren finden. Dann können wir mal gucken, ob wir gleich schon mal rübergehen und wieder scouten, ob die Leute weg sind. Also ich denke mal, die waren jetzt zur Mittagszeit da. Jetzt haben wir 14.20 Uhr. Vielleicht gehen die ja nachher zum Essen wieder weg. Ich glaube auch nicht, dass hier so regelmäßig Leute kommen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns da wieder niederlassen können, weil da wäre alles so viel einfacher. Hier musst du 20 Meter runterrennen, zum Wasser wieder hochrennen. Hier ans Feuer, da hättest du die Feuerstelle direkt am Wasser und kannst so viel Wasser holen, wie du willst. Der Spot war auf jeden Fall schon deutlich besser. Deswegen gucken wir nachher mal, dass wir gegen Abend spätestens uns wieder dahin machen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal weiter um Wasser. Hier liegen überall so komplett tote Äste rum. Die verbrennt zwar relativ schnell, aber dafür findest du die hier halt wie Sand am Meer. Und dafür ist die Säge auf jeden Fall nice, weil die sind so schnell durchgesägt, die Dinger. Und da hast du wieder das nächste Stück Feuerholz. Also die Säge war auf jeden Fall neben dem Messer eine gute Investition. So, hier ist unser Hause. Jetzt gehe ich mal gucken, ob ich Blaubeeren finde. Ich habe nämlich hier den Deckel mitgenommen vom Kochtopf. Und hier ist so ein Feld, wo welche sein könnten. Schau mal so von oben grob drauf, sehe aber... Oder doch, ich sehe ein paar. Es ist so warm heute, also wir würden gerne gleich mal schwimmen gehen, aber wenn man die ganze Zeit nur so warmes Wasser trinkt und halt da in der Sonne sitzt, das ist schon anstrengend. Okay, ich habe jetzt hier meinen Deckel abgelegt und hier haben wir gleich schon ein paar gefunden. Das ist echt super mühselig, weil hier sind total viele schon vertrocknet, also zum Beispiel so wie hier. Weil hier wahrscheinlich die letzten Tage etwas zu wenig Wasser und Regen runterkam. Ja, also es ist echt hier für 2-3 Minuten suchen, da hat man irgendwie 10 Blaubeeren. Ne? Das ist echt, echt verrückt. War hier noch eine? Ah ja, hier ist noch eine. Aber dafür muss man echt jedes Mal irgendwie 20 Sekunden gucken. Also ich weiß noch, als ich damals Seven vs. Wild, habe ich ja auch geguckt, gesehen habe, da habe ich noch gedacht, boah, dann hatten die so eine ganze Schale und haben so gesagt, ja, da habe ich jetzt so gefühlt 3 Stunden für gesucht. Und jetzt weiß ich auch warum, weil, also das ist echt nicht... Oh, hier ist noch eine große, die ist, glaube ich, gut. Perfekt. Ja, dann können wir uns gleich noch einen kleinen Smoothie machen. Und dann würde ich mal zur anderen Stelle gehen und gucken, ob vielleicht die Leute da wieder weg sind. Oh, hier sind viele, seht ihr das? Hier ist eine. Hier ist, boah, wie groß ist die denn? Hier ist ein guter Spot, wenn hier schon mal mehrere an einer Stelle sind. Ah, ihr seht hier die oberen, die sind auch schon so ein bisschen vertrocknet, aber ja, besser als nichts, ne? Und der kleine Lenny, der braucht ja auch ganz viel Essen. Deswegen muss ich mich hier ranhalten mit dem Sammeln, bevor der schlechte Laune kriegt, ne? Hier ist meine Ausbeute. Wenn jetzt die Idee, dass wir das einfach mal heiß machen und gucken, was passiert. Also Wasser erst nachher reingeben, sondern einfach mal nur die Beeren ganz heiß machen und gucken, was da mit dem passiert. Meinst du vorher klein matschen oder erstmal so drüber halten? Ich würde die vorher schon mal ein bisschen klein matschen. Ein bisschen Flüssigkeit muss rein. So,
aus selbstgemachter, wie nennt's das? Blaubeertee? Blaubeerkompott. Boah, riecht auf jeden Fall lecker. Also safe leckerer als einfach nur Wasser. Aber es ist heiß, muss noch abkühlen lassen, glaube ich. Ja, ich zerstampfe das noch ein bisschen. Okay. Und was haben wir gelesen? 100 Gramm bringen 58 Kalorien oder so? Ja, also nicht viel. Wir haben vielleicht 20 Gramm gesammelt. Wenn überhaupt, ja. Aber das sieht eigentlich aus wie so ein Bio-Blaubeertee, oder? Mit so Stückchen. Also sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus. Ich würde lieber das trinken, als jetzt nochmal abgekochtes, rauchiges Wasser. Also der Geschmack ist eigentlich geil. Darf ich auch mal? Ja. Ich will auch noch was. Ja, schmeckt sehr frisch. Ist lecker. Hat halt Stückchen, ne? Ja, aber wenn du sonst noch rauchiges Wasser hast, ist das sehr, sehr geil. Gute Idee, Stief. Mhm. Hey, was machst du da? Du sollst doch Feuerholz holen. Ich habe doch gerade etwas geholt. Trotzdem, wir brauchen Neues. Ja, aber Fiebe und Roda meinten, die Cup of the Day Map von gestern war nice. Hier, guck mal, das ist so eine geile Tech Map. Die wollte ich mal fahren. Bin kurz vor der Autorenzeit sogar. Aber ist ein geiles, wer hat so ein Setup, oder? Mhm. Einfach nur ein Stein als Tisch. Ich kann nämlich stehen daddeln, ist gut für den Rücken. Ich stink total nach Feuer. Oh mein Gott, das ist wirklich ein guter Run, Steve. Ich habe gleich die Autorenzeit. Ich bin richtig auf PB. Das reicht. Boom! Let's go! Das ist besser als das, was Röder und Fibu geschafft haben auf der Map. Röder, Fibu, kommentiert mal 55,9 auf World's Collide 2. Ob das reicht. Die Map ist richtig, richtig cool sogar. Die ist von Prof. Trackmania, Leute wissen Bescheid. So eine coole Map. Wir haben sogar eine Sache noch ganz vergessen, euch zu erzählen, was wir nämlich noch für Klamotten anhaben. Wir haben nämlich noch so richtige Outdoor-Klamotten geholt. Ich hatte noch nie richtige Wanderstiefel zum Beispiel. Da habe ich mir jetzt welche geholt, die sind auch mega, mega nice. Steve hatte schon welche. Diese Outdoor-Hose, die ich anhabe, die hatte ich vorher natürlich noch nicht. Wir haben so Arbeitshandschuhe, dass man hier richtig rumwühlen kann, ohne sich vor irgendwelchen Schnitten zu fürchten. Und Steve sagte noch, eine Kopfbedeckung gehört eigentlich auch noch dazu. Und wir waren am Anfang unseres Schwedenurlaubs in so einem Freilichtmuseum, wo so ein alter Antique-Store war. Und da habe ich hier so ein Tropenhut, glaube ich, ist das, gefunden und mir gekauft. Spendet tatsächlich relativ viel Schatten. Sieht wahrscheinlich unfassbar dämlich aus, aber ich dachte hier für das Projekt wäre das ein ganz nicer Touch. Ich gebe Steve mal die Kamera, dann kann die hier mal mein komplettes Outfit vielleicht zeigen. Also wir haben natürlich auch eine richtige Jacke, aber es ist viel zu warm. Die Hose, die ich mir gekauft habe, die ist sehr nice, da kannst du dich hier hinschmeißen. Richtige Wanderschuhe mit Socken drin. Also die Schuhe sind geil. Das sind wirklich die bequemsten Schuhe, die ich je hatte. Ich bin gerade aus Versehen unten in den See reingestiegen. Mit dem Fuß, weil ich nicht gesehen habe, dass da schon Wasser ist. Meine Füße sind aber noch trocken, glaube ich. Habe ich gerade auch gemacht. Ja? Ja? Sind deine auch wasserdicht? Ja. Sag mal, hier ist Steves Outfit. Unsere Mama meint, hier sieht aus wie Lara Croft. Meine Mami hat mir extra einen Zopf geflochten. Ja, unsere Mami hat extra einen Zopf geflochten. Ja, dann die Hose, die hat Lenny mir bestellt extra. Ist die auch gut? Die ist auch gut, ja. Sehr dünn zwar, aber die hat die Beine so, die Knie so ein bisschen verstärkt und die ist halt voll flexibel, kann man sich gut drin bewegen, hinknien, ja. Und so. Und die Schuhe, das sind jetzt nicht so krasse Schuhe, die gab es mal bei Lidl oder bei Aldi, glaube ich. Ja. Aber die sind auch bequem. Also es ist natürlich ziemlich Overkill, was wir uns hier für 24 Stunden besorgt haben. Auch an Ausrüstung. Meine Schuhe waren mega teuer, die Hose war teuer. Wir haben sogar noch so Outdoor-Jacken gekauft, weil wir nicht wussten, wie kalt das hier in der Nacht wird. Wir haben jetzt glücklicherweise eine gute Woche erwischt. Aber ich wollte auf keinen Fall, dass wir ausscheiden, weil wir zu wenig in gutes Equipment investiert haben. Beziehungsweise MSI hat investiert in dieses Video. Und damit haben wir uns den ganzen Kram gekauft. Deswegen ganz viel Liebe nochmal an MSI. Und bisher die Sachen, die wir haben, die funktionieren super. Also sowohl Klamotten als auch das Gear, was wir dabei haben. Also hier die Säge, der Titantopf, der wiegt nichts, der wiegt, wie schwer wird der sein? Der ist leichter als ein Handy, das ganze Ding, ne? Vielleicht so 60, 70 Gramm, das funktioniert wunderbar damit, das Messer ist gut. Müssen wir noch schauen, wie es nachher mit dem Schlafsack und so aussieht. Das ist jetzt übrigens unsere dritte... Stunde? Ne, das ist jetzt unser dritter Kochtopf, das werden wir noch trinken, dann haben wir so insgesamt knapp zwei Liter getrunken Liter zusammen. Pro Person. Ja. Und nach den ersten 4 Stunden war ich hier so, boah, ey, ich brauche unbedingt was zu trinken. Jetzt, wo wir hier ein bisschen gesessen und getrunken haben, geht es auf jeden Fall besser. Aber gut, wir sind jetzt auch echt viel rumgerannt. Ich dachte, wir sind schneller. Mal eben eine Flasche aufmachen können, ist auf jeden Fall eine ganz andere Nummer, als jedes Mal zum See runterrennen, 20 Minuten warten, bis das Wasser kocht, abkühlen lassen und dann erst trinken. Das ist schon nicht so leicht. So, ich gehe jetzt nochmal zurück zu der ersten Stelle, wo wir waren. Wie ihr seht, ist der Weg ein bisschen unwegsam hier. Hier, wo wir gerade durchlaufen, das sind übrigens alles Blaubeeren, nur wie gesagt, da ist halt kaum mehr was dran. Und ich gehe jetzt mal gucken. Da war eine Schlange. Habt ihr das gesehen? Da war so eine schwarze Schlange. Ich hoffe, man hat es gesehen auf dem Bild. Okay, jetzt will ich auf jeden Fall zu diesem Badefelsen, weil hier mit irgendwelchen Schlangen und alles, weiß ich jetzt nicht. Mal schauen, ob die Leute noch da sind. Wir haben gerade auch noch mal Leute gehört, wie... Wir wussten aber nicht, ob das neue sind. Also wir sind da so ungefähr vor 3 Stunden weggegangen. In der Zeit haben wir es geschafft, 3 Töpfe Wasser zu machen mit 2 Blaubeer-Smoothies.
also sehr erfolgreich. Und ich versuche jetzt gerade wieder zurückzufinden zu der anderen Stelle. Mal sehen. Schweine aim, failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine aim.